Tag, Herr Zalder. Guten Tag. Ich bin hier in der Welt des Modellbaus. Das habe ich schon festgestellt. Aber was ist hier das Besondere? Sie haben ganz kleine Modelle, ganz große. Ich würde sagen, wir fangen bei den kleinen an. Genau. Das Besondere ist, wir haben vom Einsteigerbereich Fahrzeuge bis hin zum Expertenbereich. Im Einsteigerbereich achten wir gerade darauf, dass man Fahrzeuge hat, die robust sind, schnell sind, immer dem aktuellen Trendwechsel sind. Wir haben zum Beispiel bei diesem Fahrzeug wechselbare Akkus. Okay. Wir haben eine vollproportionale Steuerung, das heißt, die Gasfunktion ist proportional, aber auch die Lenkung. Es hat keinen anderen. Das heißt, es ist wirklich so, wie wenn ich mit einem echten Auto fahren würde, genau, von der Proportion. Das meinen Sie, oder? Ein vollwertiges RCK. Ich habe sogar als erstes beim Spielzeugauto, als einziger auf dem Markt, vollwertige Ersatzteile. Ich habe ein komplettes Ersatzteillager verfügbar. Das wir sind also sowieso schon sehr robust unterwegs mit so einem Modell. Und wenn da mal was kaputt geht, dann bekommt man alles reicht eine Bestellung und man baut es wieder zusammen. Allerdings habe ich bei dem Prototypen über 3 Stunden probiert, den kaputt zu kriegen. Und gerade nach 3 Stunden massiven Drauftretens, durch die Gegend tretens, ist gerade mal das kaputt gegangen. Also ich kann es auch gerne mal zeigen. Und ja, sehr gerne. Wenn man das jetzt einfach gegen die Wand schmeißt. Ach du Schande. Und jetzt mal ungeschnitten drauf geht. Hier ist der Hebel raus, den kann ich ganz einfach wieder einklicken. Ich wollte gerade sagen, es sah kaputt aus, aber es jetzt ist nicht nach kaputt. Einem Handgriff ist es wieder gut und alle Räder drehen sich. Können Sie mir das auch einmal mit Batterie beweisen? Das kann ich Ihnen auch gerne mit Batterie beweisen. Dann gehen wir wieder zu dem Auto. Das können wir gerne ausprobieren. Müssen wir aber dann natürlich auch noch einmal gegen die Wand werfen, dass das auch realistisch ist. Ja, man muss ja sich ja überzeugen können. Wenn ich jetzt nicht zu gierig bin. Kein Problem. Okay. Okay. Und das fährt jetzt noch? Das fährt jetzt noch. Ich probiere es. Einmal Gas geben. Lenken. Oh, das ist sogar schnell. Das ist schneller, als ich dachte. Gibt es einen Rückwärtsgang? Oh ja. Rückwärtsgang gibt es auch. 20 Stundenkilometer ungefähr.